Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Christina Stecklein und dies sind die Themen für Montag, den 20. November. Auf dem Russenfriedhof in Hemsen ist am Volkstrauertag offiziell die Gedenkstätte eingeweiht worden. Die Namen von 740 Opfern des Zweiten Weltkriegs hatten Helfer zusammengesucht. Sie sind dort nun neben allgemeinen Informationen zu lesen. Am Mahnmal am Nienburger Weserwall trugen Schüler Texte anlässlich der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag vor. Oberst Joachim Miller mahnte zudem aus aktuellem Anlass, Europa müsse sich auf seine starken Grundwerte besinnen. Die Theatergruppe Wamsen-Bohnhorst, auch bekannt als TWABO, präsentierte nach einjähriger Pause wieder einen Kultureintopf. Die bunte Mischung aus Tanz, Musik, Theaterszenen, Poetry Slam und plattdeutschen Sketchen kam mit einer großen Feuershow daher, die draußen stattfand und war damit nicht der einzige Grund für Gänsehaut an diesem besonderen Abend. Traumhafte Landschaften, eine herzliche Kultur. In ihrer Live-Multivision-Show berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Sonntag über ihre Reisen durch das grüne Irland. Wir verlosen 2 Tickets für das eindrucksvolle Event. Zum Sport. Nach 6 Siegen in Folge riss die beeindruckende Serie des Fußball-Landesligisten SV BE Steimke. Gegen Aufsteiger HSC Tündern setzte es ein 0:4 für das Team von Ralf Schippling. Dabei wäre in Normalform durchaus ein Dreier drin gewesen für Oliver Portier und seine Gefährten. Die Zweitvertretung der HSG Nienburg muss sich dem Tabellenzweiten der Handballverbandsliga knapp mit 32:34 beugen. Trotzdem sprach Trainer Carsten Thomas anschließend von der besten Saisonleistung seines Teams. Die Handballerinnen der HSG Nienburg mischen weiter mit in der Spitzengruppe der Landesliga. Paula Klaasen und ihre Gefährtinnen bezwangen im Verfolgerduell die HSG Hannover West mit 33:29. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Montag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.